Worldstream kam als letzte Kandidatin heran. Das neue Welle-Rennen ist in diesem Moment gestartet an der 2200 Meter Marke. Kiss Me Kate übernimmt das Kommando an der Innenseite. Pistolero gut auf die Beine gekommen. Sonics aber strebt nun an die Spitze. Sonics führt dahinter Kiss Me Kate. Notre Sam an der Innenseite galoppiert Pistolero. Dahinter sehen wir Nauka, Fokashia und Worldstream zunächst einmal am Ende des Feldes. So geht es in doch sehr ansprechender Fahrt durch den Iffezheimer Bogen hindurch. Sonics und Daniele Porcu zeigen den Weg, führen vor Kiss Me Kate. An der Innenseite ist Pistolero aktuell drittes Pferd. Dahinter galoppiert an der Innenseite Nauka, außen begleitet von Notre Sam. Anderthalb Längen sind es bis zu Worldstream und Kashia bleibt zunächst einmal am Ende. So sind die Pferde mittlerweile in der Gegenseite angekommen, gleich unterhalb des Iffezheimer Emblems. Sonics zeigt nach wie vor den Weg, führt vor Kiss Me Kate, Pistolero. Dahinter ist es Notre Sam, vor Nauka, vor Worldstream und vor Kashia. Mitte gegenüber sind noch knappe 1100 Meter zu galoppieren. Sonics mit einer Dreiviertellänge vor Kiss Me Kate, dahinter Pistolero, Notre Sam, Nauka, Worldstream und Kashia. So geht es gleich in Richtung des Schlussbogens, wenig Positionsveränderungen. Sonics führt nach wie vor, vor Kiss Me Kate liegt auf der Lauer, Pistolero, Notre Sam, dahinter Nauka, begleitet von Worldstream und Kashia, 3-4 Längen zurück am Ende. Im Schlussbogen sind die Pferde unterwegs, knappe 650 Meter nur noch zu absolvieren. Vorne marschiert Sonics, vor Kiss Me Kate, dahinter Pistolero, Notre Sam, Nauka, Worldstream und Kashia. So geht es gleich in die Zielgerade hinein, dann die entscheidenden 450 Meter. Sonics führt nach wie vor, vor Kiss Me Kate, dahinter Pistolero, Nauka, Notre Sam. In der Bahnmitte versucht Boden gut zu machen, Kiss Me Kate marschiert, Kiss Me Kate vor Notre Sam, Nauka an der Innenseite versucht nachzusetzen. Kiss Me Kate mit an der Außenseite Notre Sam, dahinter sehen wir dann an der Innenseite Nauka, vorne Notre Sam mit Kiss Me Kate, Nauka an der Innenseite, Notre Sam ist vorne, wandert nach innen dort, Notre Sam ist vorne vor Nauka, die muss umdirigiert werden, Notre Sam von Nauka, die greift nochmal an, Notre Sam mit Nauka, Notre Sam, Notre Sam gewinnt gegen Nauka und dahinter war es Kiss Me Kate vor Kashia und vor Pistolero. Wir hören die Sirene der Rennleitung. Das heißt, die Rennleitung überprüft noch einmal den Rennverlauf in der Zielgeraden. Deshalb müssen wir noch ein wenig warten mit dem vielleicht Sieger im neue Welle-Rennen. Vorläufig erfolgreich war die Programm Nummer 1, Notre Sam mit Alexander Peach. Zweites Pferd war die 5 Nauka mit Andreas Helfenbein und auf Platz 3 war es die 4 Kiss Me Kate mit Andra Starke. Vorläufig heißt das 1-5-4, aber alles wie gesagt vorläufig, denn die Rennleitung, die überprüft den Ausgang des Rennens. Ja, und noch auf dem Geläuf, da sehen wir sie, die vorläufige Siegerin. Wie gesagt, wir müssen noch ein wenig warten. Die Rennleitung überprüft den Ausgang. Vorläufige Siegerin oder vorläufiger Sieger ist die Programm Nummer 1. Notre Sam, die dreijährige Samum-Tochter im Besitz des Stalles Grafenberg. Waldemar Hicks, in Köln, ist der Trainer und zum vorläufigen Sieg gesteuert wurde Notre Sam von Alexander.